Ein Thema, wo wir alle Freunde sind, ist Fußball. Fußball regiert. Und sagen wir, wie es ist, wir sind der gefühlte Europameister. Und wenn ich mir so die Nationalmannschaft angucke, Kakao, Khedira, Podolski, Klose, Boateng, Özil, frage mich manchmal, sag mal, ist das die Nationalmannschaft oder die Nachtschicht von McDonald's? Und unser Trainer ist ja auch super, der steht am Rand und mit Konzentration und Disziplin führt die Jungs von Erfolg zu Erfolg. Und er hat ja auch ein Modebewusstsein, der steht ja immer richtig schick da. Ne, mit seinem blauen Pulli, toll. Ich wette, wenn wir nächstes Mal die EM gewinnen, dann heißt das Ding nicht mehr Pullover, sondern Löwchen. Und jetzt, Herr Löw, aufgepasst. Koray Günther. 17. Nachwuchsstar Borussia Dortmund. Deutsch-Türke. Wie deutsch oder wie türkisch ist Koray eigentlich? Um 7 Uhr morgens im Dortmunder Fußballinternat ist ihm das vermutlich ziemlich egal. Nur 11 auserwählte Elite-Kicker dürfen hier wohnen. Einer von ihnen war Marcel Schmelzer, jetzt Stammspieler bei Borussia Dortmund und deutscher Nationalspieler. Oder Nuri Sahin, mittlerweile sogar bei Real Madrid. Für Koray ist Madrid noch weit weg. Erstmal heißt es Abi machen. Die Schule hat wirklich eine enorm große Bedeutung für mich. Das ist eigentlich die einzige Absicherung, die ich neben dem Fußball habe. Und von daher ist das mein Standbein einfach für den Fußball. Und ich denke, ohne eine vernünftige Grundausbildung, eine schulische Ausbildung, ist heutzutage einfach ja, ein vernünftiges, ein relativ normales Leben nicht möglich. Und von daher habe ich mir das als Priorität gesetzt, wirklich auch einen vernünftigen Schulabschluss zu haben. Und ganz allgemein, die Reaktionsgleichung könnt ihr herauslesen. Ein angehender Fußballprofi referiert über Brom-Gleichungen. Aha, Fußballer können doch eigentlich nur kicken. Ich denke, es gibt natürlich auch Fußballer, die nicht gerade die Hellsten sind, aber das hat halt eher weniger mit dem Fußball zu tun. Und einfach halt von Grund aus, dass es gibt halt Leute, die sind einfach nicht so besonders in der Schule und dann gibt es halt wieder Leute, die sind ein bisschen begabter in der Schule und die sind dann vielleicht auch begabt im Fußball. Achtung, ihr habt jetzt genau eine Minute Zeit zum Lesen. Zurück zur Frage, wie deutsch oder wie türkisch ist Koray? In Dortmund ist das für alle klar. Die werden sich auch zusammenfinden. Er ist hier aufgewachsen, er ist ein Dortmunder Junge, er spielt die ganze Zeit beim BVB. Ich glaube, er war schon so oft Ball Junge, er hat mich auch einmal mitgenommen gegen Bayern, haben die auch gewonnen. Ja, und deswegen sollte er einfach hier bleiben und für Deutschland spielen. Er spricht ja auch sehr gut Deutsch und ich glaube, es macht ihm auch hier Spaß, er ist zufrieden hier. Das würde mich auch freuen, weil wir in Deutschland auch gute Fußballer wie ihn gebrauchen können. Wer Profifußballer werden will, hat wenig Zeit. Bei Koray reicht es gerade noch für die Hausaufgaben. Mehr ist nicht drin. Mit 16 kam er ins Fußballinternat, weg von zu Hause. Seine Eltern und seinen Bruder sieht er viel zu selten. Ich fände es schon toll, wenn ich öfter da sein könnte. Aber man muss halt einiges über sich gehen lassen und man muss halt einfach einiges in Kauf nehmen und das mache ich. Ich fühle mich auch mehr deutsch als türkisch. Ich beherrsche die deutsche Sprache eindeutig besser als die türkische. Also das ist mir jetzt ein bisschen peinlich zu sagen, aber ich beherrsche sie einfach besser als die türkische. In der Türkei war Koray zum letzten Mal vor 3 Jahren. Er besitzt beide Staatsbürgerschaften, will aber für Deutschland spielen. Das kommt nicht überall gut an. Es kommt auch mal zu Wortgefechten. Also das kam auch schon mal vor, dass ich irgendwie im Internet von Leuten Mails bekommen habe oder so, dass man sein Land verraten hätte, was ich eigentlich jetzt als lächerlich empfinde. Wie war das eigentlich bei Mesut Özil? Der deutsche und der türkische Fußballverband haben sich um ihn gerissen. Özil entschied sich für Deutschland. Eine Karriere beim DFB und damit lukrativere Jobs. Pech für die Türkei. Training der Dortmunder A-Jugend. Jeder von ihnen will in die Bundesliga.
Hier zählt Leistung. Jeden Tag. Die Herkunft? Egal. Es gibt nur ein Ziel. Wir hoffen alle, und da arbeiten wir tagtäglich dran, der Cora am meisten, dass er es hinbekommt, dann auch den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Die Voraussetzungen bringt er mit. Es ist noch ein weiter Weg, aber er hat gute Möglichkeiten, wenn er so weiterarbeitet, dann auch irgendwann den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Nachwuchsstar Koray Günther. Mehr Deutsch als Türkisch. Jetzt liegt es an Ihnen, Herr Löw, ob er für Deutschland spielen darf.